Hey, hier ist wieder euer Ali von der BASF Coatings und herzlich willkommen zu unseren Refinity Videoblogs. Heute dreht sich alles rund ums Thema Lernbibliothek. Lackieren ist bekanntlich eine Kunst. Dafür braucht es Erfahrung und Routine. Sowas wird man niemals online erlernen können. Aber es ist ganz gut, wenn man mal etwas nachschauen kann. Wie war das nochmal mit dem Dreischichter oder welche Option habe ich nochmal für den neuen Klarlack? Das alles finde ich unter Refinity Training Lernbibliothek. Ein Teil der Inhalte steht jedem Besucher offen. Als Refinity-Kunde jedoch hast du Zugriff auf die gesamte Plattform und somit auch auf alle Trainingsinhalte. Natürlich kannst du einfach nach einem Produkt oder einem Prozess suchen. Die verschiedenen Themen sind sinnvoll sortiert. Produkte vom Reiniger über den Füller bis hin zum Klarlack sind hier aufrufbar. Die verschiedenen Prozesse der Reparatur kannst du ebenfalls prüfen. Hier mal ein Beispiel. Ich möchte mehr über Reihe 100 Zweischichtverfahren wissen. Dazu gehe ich in das Suchfenster und gebe ein Reihe 100 Zweischichtverfahren. Nun wird mir ganz oben das Zweischichtverfahren angezeigt. Hier findest du Informationen zum Verfahren, die dazugehörigen Datenblätter und E-Books. Und Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, Videos, in denen die gesamte Reparatur zu sehen ist. Ein weiteres Beispiel. Ich brauche Informationen zu einem Produkt, beispielsweise dem DTM-Grundfüller. Das finde ich, indem ich hier rechts oben einfach auf die Suchleiste gehe, den DTM-Grundfüller suche, mein Produkt auswähle und hier alle Informationen zum Produkt finde, beispielsweise mein technisches Datenblatt. Ich wähle es hier aus, gehe auf Download und et voilà, es zeigt es mir direkt an. Auf diesem Datenblatt findest du Informationen zum Mischungsverhältnis oder auch zur Applikation. Das geht natürlich auch mit allen anderen Glasurit-Produkten. Dazu klicke ich auf Produkte und sehe hier die Übersicht. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis. Ich weiß zwar jetzt, wie ich bei Reihe 100 einen Zweischicht-Farbton appliziere, aber welche Spritzpistole nutze ich denn dafür? Dazu geben wir jetzt einfach wieder im Suchfeld Reihe 100 Zweischichtverfahren ein und scrollen so weit runter, dass wir auf dem Reiter Equipment und Lackierpistolen landen. Hier kann ich jetzt einmal auf Ausstattung klicken und finde die Pistolenübersicht Reihe 100. Und hier sind auch alle Pistolen aufgezeigt, die eine Freigabe für Reihe 100 besitzen. Refinity bietet dir mit der Lernbibliothek unglaublich viele Informationen, Videos und E-Books. Für erfahrene Mitarbeiter, aber auch Auszubildende. Mein Tipp, schau einfach mal rein. Und wenn du Fragen hast dazu, einfach ab in die Kommentare. Euer Ali Digitali.